Auf dir? Ja, weil allein schon, weil die, oder die hat ihre Dienstzeit nicht zu Hause gehabt. Boah! Herr Zammer, waren Sie gestern da? Nein, nein. Ah. In meinen Träumen, also ich hab von dem Traum auf da gekommen. Geil! Ein sehr schöner Traum. Wann warst du eigentlich das letzte Mal da, Herr Sommer? Luke, schon. Vor 3 Tagen. Hast du mitbekommen? Also, hast du auf dem Account, auf dem Charakter. Also, ich war das letzte Mal im Start, da wollen wir überlegen. Das sollte vor 3 Tagen gewesen sein. Gut, dann hast du wahrscheinlich nicht die ganzen Kündigungen mitbekommen, ne? Nee. Ja, du hast gekündigt. Ich hab niemanden gekündigt, die Leute haben gekündigt. Gott. Meine Booster Champion, die Witzige. Zum Beispiel, oder Kenny Ramo. Okay, ja. Weiß das. Ehemaliger Officer. Okay. Wurde befördert, weil... Jetzt benimmt euch doch mal! Mann, bin ich im Kindergarten oder was? So, wir fahren jetzt Streife 8. Der eine Kollege ist auch gerade da. Ja, jetzt schlägt mich mit seiner Frau. Reicht doch mal, passt doch nicht. Echt mal. Ich würde gerne noch meine Dienstkleidung anziehen. Ja, mach ruhig, stell dich da an die Tür und dann zieh ich um. Nee, ich mach das drin. Geht ja nicht. Warte, der Öffner ist noch nicht da. Na dann. Sollte ich nur auf jeden Fall den Anzug oder ich will bleiben? Wenn ich du wäre, würde ich mir die Kleidung anziehen. Geht ja auch da rein. Hab ich doch. Ja, das zählt nicht. So was. Ja, für dich zählt das, aber für mich nicht. Der Commissioner muss das immer... Das ist die falsche Beste gewesen. Nee. Ich glaube, entweder sitzt die Hose im Regen einfach nur so eng. Ach so, das ist ein Kollege, warum sagst du mir nichts? Die falsche Hose. So, wir sind jetzt... Lass mich mal lügen. Haben wir noch einen Glückskuchen, ne? 5 Leute. Das heißt eine 2er- und eine 3er-Streife. Ich bin neuer Rekrut. Ja, du bist neuer Rekrut. Herr Weiß-Captain. Nein, er ist doch der Weiß-Captain. Das war ein Scherz. So, dann teilt euch mal auf. Eine 2er-Streife und eine 3er-Streife. Ey, Frau Hopfmüller, Sie steigen bitte in dem anderen Auto ein, weil da sind 2 Rekruten drin. Achso. Alter! Polizei sofort ranhalten, komm. Aber ich hätte auch eigentlich aufpassen müssen, nicht er. Ich komme gerade aus dem Parkplatz raus. Dafür kann er nichts. Ach, Luke. Weiter Punkt. Warte mal, wir fahren da kurz hin. Hi. Ja? Natürlich, einen Moment. Bis gleich. So, wir können gleich nochmal neue Streifeneinteilung machen, denn ein Kollege ist da. Braucht ihr Unterstützung? Oder können wir weiterfahren, Kollegen? Ja, wir können weiterfahren. Okay. Ja, wir kommen hin. Ja, der schläft noch. Keine Ahnung, ob der heute wach wird.
Fahrzeug auf die andere Seite. Nein. Du warst so lange nicht mehr da, dass die einsteigen. Ist mir doch scheißegal. Hey Kollege, hier einsteigen. Oh, jetzt hat er auch noch mein Auto kaputt gemacht, ey. So ein Opfer. Das machst du. Habe ich irgendwas verpasst gestern? Herr Kollege, waren Sie gestern im Dienst? Ja. 16 und 21 Uhr waren Sie auch im Dienst? Nein, mit 21 Uhr. Habe ich irgendwas verpasst gestern? Vorgestern. Wir haben nicht mal die. Die bezahlen ja nicht mal. Ist doch keiner da. Die fahren ja einfach rein, das will nicht mal. Ja, das ist eine Sache nicht da. Wir haben gerade gratis, was sind wir? Aber das hat ja eigentlich nicht mal geöffnet. Na, der Kollege hinter uns bezahlt ja dafür. Ach ja, dann jetzt einmal 12.000 Dollar an die Kammer bitte. Jetzt regnet es auch noch ins Auto rein, ey. Jetzt hat meine Sitze schön nass. Alter! Alles gut. Ich hab nur was gesehen, was nicht da war. Ich habe nur eine Bier getrunken. So, dann fahren wir noch mal zum Pili. Moin. So, ich würde sagen, wir treffen uns beim PD um zur Neuenteilung. Fortnite Kiddies. Ne. Wo wohnen wir denn? Für die Nachbarn. Schämen Sie sich nicht. Wir haben jetzt Musik. Nö. Machen Sie die Musik aus. Die Nerven fast. Herr Sammer, übertreiben Sie es nicht. So, wer möchte mit wem fahren? Wer auch immer hupt, der hört bitte auf zu hupen. Abgelehnt. Auf zu lutschen. Aua. Also, ich kann auch eine Rücksicht nehmen. So, dann sucht euch jetzt aus, mit wem ihr fahrt. Es fährt aber keiner alleine. Ja. Super, fahren wir wieder zusammen. Ich fahre erst los, wenn ich sicher bin, dass keiner alleine fährt. Ja. So Leute,
Ich sehe hier immer noch zwei Leute rumstehen. Ah, er hat sich schlafen gelegt. Wir hatten ein Segelboot, was eigentlich 200.000 kostet, auf über 20.000 verkauft. Der Idiot. Ah ja, das weiß ich. Meinte nicht, er hat so viel und hat das verkauft. Ja, ey. Die verkosten wirklich. So, wenn wir gleich ein Auto sehen, sie machen die Kontrolle und ich stehe da zur Sicherheit nur. Okay? Mach mal Waffenladen auch gucken mit Kampfgewehr. Ich möchte sehen, was sie können. Ist das alles verkauft, wir haben nichts mehr. Ja, ein Rucksack, da sind wir gut gesehen. Aber ich hab echt bekommen. Was aber, was haben wir hier oder was wir jetzt mit deinem Rucksack jetzt? Ey, wo bleibt der Rest? Sind noch nicht alle wach, ey. Nein, das ist so, ey. Ich hab mal aufgehört. Eigentlich hab ich auch noch die hier, aber... Luxama, kannst du mal auf der Internetseite schreiben, dass die alle mal wach werden sollen, bitte? Also ja. Der Herr Rambo, der kommt später, der muss noch Der schläft später, noch. Der kommt später. Ah. Habibi Island hat Vertretung. Hast du mal schlafen? Ja. Ich konnte gar nicht schlafen in dieser Überflutung. Oh. Wo? Was für eine Überflutung? Wo? Ja, oben. Oben? Dann gehen wir uns das mal angucken. Wie schlimm die Überflutung ist. Markieren Sie mal. Im Navi. Oh, jetzt muss ich wieder umdrehen. Einmal das ist ein Nerfwaffen. Alles Nerf, das ist Nerf. Auch Nerf. Auch ja, warten Sie, ich hab auch. Haben meine Nerfwaffen nicht mal letztes Mal auf Lücke noch gerannt? Ja, ja, die Nerf, ja. Ach, okay, ja. Bitte, dann, ah, Nerf. Nerf. Was für Scheiße ist das? Nerf. Hey, gut, ich glaube, Nerf. Willst du mal probieren? Ja. Und die immer Nerf auf Lücke. Man sieht auch von Nerf, das ist ein Flugzeug, ja. Herr Sommer. Das sind meine Nerfwaffen. Herr Sommer, wir vermissen ja nicht die. Sie wissen ja, dass wir immer so, wenn wir Feierabend haben, ja immer vor mal einspielen meistens, ne? Ja, hätten Sie heute mal wieder Lust zum nach dem Feierabend? Ja, so, weil ich halt vor, ich hab geträumt, dass vor heute eine richtige Zeit. Ach so. Ja, warum sagen Sie mir, dass bei Ihnen da oben im Norden im Sandy Shores eine Überflutung ist? Wissen Sie? Ich dachte, ich muss jetzt dahin fahren und mich darum kümmern. Weil es ist ja die Polizeiarbeit. Ja, das ist das Spiel. Mein Beileid. Mann ey, ja, dann jagen Sie mir doch nicht so einen Schrecken ein. So, hier ist frei. Ich muss jetzt im Auto schlafen. Ist doch schön, dann kann man gleich baden gehen. Also Sie haben noch einen Wohnwagen. Müssen Sie sich einen neuen Wohnwagen holen, haben Sie auch erzählt. Nein, Wohnwagen, ein Buffalo. So, ich würde sagen, wir tauschen jetzt mal kurz die Plätze. Nationalbank aus, Dorf. Ah. Vor allem April. Ich hab gedacht, ne? So. Wir tauschen jetzt mal die Plätze, Herr Kollege. Tauschen mal jetzt die Plätze. Jetzt dürfen Sie mal fahren. Kann ich mal ein bisschen auf der Website gucken, ob da irgendwas los ist.
hab ich gerade schon geöffnet. Achso, ja, kann ich ja trotzdem. Ach du Scheiße. Wohin? Ich hab mich schon fahren Sie ein bisschen rum. Spielgeld an die Leute zu bezahlen, aber. Ja, wissen Sie, das wollte ich eigentlich auch gerade machen, aber danke. Oder hat sich jemand beim LSPD beworben? Okay. Herr Sommer, schauen Sie sich mal die LSPD-Bewerbung an. Von den nennt Marc Bauer. Ach du Scheiß, packe wieder rein, ey. Das ist meine Sniper, die wir mit dem Gerade kein Hunger, Alter, geht trotzdem. Also Noose darf Karabiner und Tränengas benutzen, aber nur bei Bankräuben. Was? Darf man nicht mehr. Die sind absolut verboten. Ich habe die nämlich aus Versehen benutzt bei den einen Bankraub. Die hat er doch benutzt. Oder? Herr Sommer, die hat er doch benutzt, die Vorlage. Ja? Wo sagen wir denn hinbringen? Dicke Schrieben zum Beispiel. Was hat er nicht? Weil er nicht dicke Schrieben hat zum Beispiel. Eigentlich. Achso, warum ich mich als LSPD-Rekrut bewerben will. Ah doch, hat er. Ich muss mal kurz telefonieren, ja. Gerade eine SMS bekommen, deswegen. Muss ich mal kurz telefonieren. Ja. Also wenn die Person nicht die ganze Zeit, wenn die Person nicht besetzt wäre, dann könnte ich auch mit der reden, ey. Ja, also das ist gar nicht. Was? Wollen Sie was haben? Nee, alles gut. Probier's nochmal bei der Person. Oh, jetzt funktioniert mein Handy nicht. Ey, die Person ist immer besetzt, wenn ich sie anrufe. Ey, ich raste gleich aus. Ah, die habe ich auch. Oh. Gut, ich bin mal kurz in Gedanken auf Toilette. Warten Sie kurz hier, Kollege. Ich gehe auch kurz mein Handy neu starten. Bis gleich. Lux. Bitte. Ja, ich muss kurz nur mein Handy neu starten. Bin gleich wieder da. Ja, okay. Ja, Leute, Kopfschmerzen, ne?
wo sie sind. Ich bin wieder am LAN. Wo sind Sie? Oh, Sie sind bei mir eingeschlafen. Nee, ich habe mein Handy neu gestartet. Ja, ich fahre schon zurück. Warten Sie. Wir treffen uns beim PD. Herr Ramo, wie geht's Ihnen? Ja. Was? Moin. Moin, wie geht's dir? Mir geht's gut. Das freut mich. Ja, auch, kann mich nicht beklagen. Das freut mich. Weißt du, ob heute das LSPD aufgeschlossen wird oder ob es zubleibt? Das wird jetzt aufgemacht von meinem Team. Ich dachte jetzt vom Start, aber okay. Ich dachte eher vom Start. Ja, vom Fuß, ja, vom Fußstart. Okay. Habe ich irgendwas die letzten Tage verpasst? Wie bitte? Ob ich gestern irgendwas verpasst habe, weil ich war ja gestern nicht da. Ich war auch schon da, ich war auf die Geburt von meiner Schwester. Achso. Wow. Erst. Gut, ich muss weitermachen, ne? Kollegen warten. Dann, ja, ich bin jetzt sowieso hier. Ich würde auch die Leitstelle machen. Okay. Dann kümmern Sie sich darum, dass das PD offen ist. Gut, bis dann. Bis dann. Ciao. Moin, ihr Säcke. Ich, jetzt bitte nicht alle durcheinander reden. Ich höre jetzt nur eins zu und das ist Luke Summer oder Dean Gerber, besser gesagt. So. Also, Chris war ja gerade eben noch in der Lobby, der hat jetzt gerade eben verlassen. Okay. Weil er sich mit seinem Pinternister geschmackt hat, hier alles voll gegossen hat, es angezündet hat und drei von unseren Autos in die Luft gejagt hat. Mainz und noch ein. Ist es gerade dein Ernst? Jetzt mal die Handzeichen und die Füße nach, okay? Wir haben schon aus Spaß ein bisschen Cola genommen und haben das auf das Auto ausgemacht und da hat er auch einfach drauf geschossen. Okay, warte mal. Ja, kümmert euch mal bitte darum, ich bin mit Dank den Gär hier. Ja, ich bin bei dir drin, also. Digga, wo ist denn jetzt der scheiß Ort? Und die nehme ich jetzt auch noch mein Auto, was ein bisschen installiert ist. Ach, das. Oh. Ach du Scheiße. Deine wunderschöne Karre, ey. Ja, also ich würde halt schon sagen, dass das eigentlich davon jetzt gerade eben war. Ich kurz davor ihn schon warten zu gehen, weil er als hier auf Spaß hatte mit Cola und mit Benzin letzter so einen Tropfen auf Daus Auto gemacht haben, hat er drauf geschossen. So hat sein Auto gebrannt. Auto gebrannt und ich musste es weglagern, sorry. Alles gut. Da war ich kurz davor, ihn zu warnen. Da, und als ich dann mit der Telefon stand, meinte er, wäre ganz lustig, dass ich auch unsere Seite im Auseinandersetzung. Also ich gebe ihm gleich einen Warn dafür. Aber erstmal möchte ich mir seine Geschichte anhören. Aber die Beweismittel stehen ja vor mir.
Die Beweismittel stehen ja vor mir. Sorry, aber reparieren wir nicht dein Auto bitte, ja? Weil das geht zu weit. Ja? Eigentlich nur beim Bankraub. Okay, alles gut, okay. Das ist alles eine Frage. Nach Auto. Kollege, das Auto bitte nicht an, nicht anschließen, nicht anpacken, das Auto. Wo bleibt er? Weil sonst wird eine Geige getötet. Hast du die Geige gesehen? Das ist das. Kann man einen Punkt dann aufmachen mit ihm gleich? Ja. Können Sie mir die Geige zeigen? Kollegen, ihr macht mal bitte gleich euren eigenen Funk, ja? Ich hab auch gesehen. Ich hasse dich. Egal, ich hab's gesehen und das sieht man auch in meinem Livestream. Egal, man sieht das auch in meinem Livestream, weißt du? Ja, aber was ich habe ausgesehen, ich bin auf MC-Gang, habe aus dem Motorrad angefordert. Alles gut. Es reicht, dass ich es gesehen habe und dass man das in meinem Livestream sieht. Ist das so. Und ich weiß jetzt nicht, wer es angekündigt hat, gerade eben. Soll ich noch Adel dazu holen? Nein, das wäre heute nicht genug. Okay. Man muss nicht überschreiten. Mann ey, wie lange braucht der denn? Ist er jetzt da? Der ist da. Lad ihn ein. Ja, denk an die Spieleranzahl. Ja, kam ich noch nicht dazu. Erstmal muss ich GTA neu starten. Weißt du? Ja. Deswegen. Jetzt kann ich ja gerade so reden, weil wir gerade Server-Team auf Twitch sind. Dark Quest, du kommst einmal bitte zum LSPD. Na, ich kann dir sagen, Adel hat es noch nicht aufgemacht. Er hat es noch nicht aufgemacht gehabt, eben. Ich hatte mich auf dem Weg hier, hatte ich nämlich mit ihm telefoniert gehabt. Ja. So, Darkwiz. Hallo? Wie kommst du auf die Idee? Wir brauchen dich nicht. Alle, wir brauchen dich nicht. Wir klären es schon alleine, sag ihm das. So, warum jagst du hier drei Autos in die Luft? Ich hab keine Verabschiedung. Du hast es angezündet. Ja, ich hab angezündet, dann hab ich den hier. Es war eigentlich war hier ungefähr, wo du das gemacht hast. Nein, ich war hier. Als der Best will, ich schwör bei Gott, es war hier. Es war hier und ich aufgekommen, was ich selbst verwendet. Also ich kann dir sagen, eins stand hier, weil ich hier ankam, stand hier ein Autowrack. Ja, genau wo wir jetzt hier stehen. Genau da. Das war mein Auto und ich stand hier auf diesem Parkplatz. Ja, mal. Ein Auto und meins sind in die Luft geflogen. Also doch nur zwei. Eins stand hier, dann hat er
an 1 auf der 5 stand, nur 2 Stück, glaube ich, also 1 daneben und 1 auf 4. Aber ich finde es nicht in Ordnung, dass einfach, auch wenn da eine Benzinspur drauf ist, sollte man es nicht hochjagen. Dann sollte man eigentlich den anderen die Chance geben, diese Autos einzulagern, wo diese Benzinspur drauf ist. Weil diese Autos sind hochexplosiv. Also man muss sagen, ich frage mich sowieso, warum du mit einem Benzinkanister hier rumläufst. Also genau, das war angezündet und du hast die ganze Zeit, während es angezündet war, so weitergemacht damit. Und du warst am Brennen. Und es war nicht nur hier die Benzinspur, sondern die ging einmal hier lang, nach da und zum Teil auch auf diesem Parkplatz hier. Ich habe die Frage, wieso du überhaupt von TSM das Auto anzündest. Man muss ja auch sagen, das ist eine Safe Zone, das heißt, du darfst eigentlich auch nicht mal auf das Benzin schießen. Er darf generell überhaupt kein Benzin verwenden hier. Diese Kanister gibt's nicht im RP. Man muss bei TSM muss man sagen, dass wir noch Chess Martin gesagt haben, das ist Cola, die wir aus einer Flasche rauskippen auf das Auto und so. Also es war in dem Fall nicht als Benzin verwendet worden. War quasi fast eine Apple-Situation und du hast dann einfach auch das Benzin war und ist ja alles draufgeschossen. Okay. Solange du selber hinsiehst, ist auch alles gut. Ich wollte gerade machen, würdest du ihm eine Rolle geben? Nee, ich möchte das machen. Gib ihm noch die Rolle. Nee. Alter, Junge. Dafür gibt's auch einen Bahn für dich. Nee, die waren für den Ger, meine ich, nicht für dich. Also, du kriegst ja jetzt sowieso einen, aber auch den Ger, weil er respektlos zu mir ist. Habe ich schon. Gut, dann hat sich das jetzt erledigt. Dann würde ich sagen, wir lösen wieder den Funk auf, den GR. Und gehen zu unseren Kollegen an den Funk. Ach, scheiße, er wollte ja noch... Oh. So, du wolltest ja noch mit mir reden. Ja, also, ich bin ja von gesagt, also du kannst auch als Sheriff dich beim News bewerben, also ich hätte nichts dagegen. Aber ich will halt nur, dass wir 4 Leute sind beim News. Weil man muss es ja nicht übertreiben. Weißt du? Scheiße. Ich glaube, du kannst dich nur für eine Gehaltsklasse entscheiden. Jetzt ruf mich den gern an. Warte mal. Ja? Daut hat einen eigenen Punkt offen. Also hat einen Punkt offen, wo alle drin sind. Also kann auflösen. Ja, ich muss kurz was mit Darkwiss besprechen wegen Nudes. Wegen dem Nudes, ob er da rein kann. Aber das Problem ist, er ist Sheriff und dann will er nochmal eine höhere Gehaltsklasse kriegen, weißt du?
Ich glaube, ich... Warte, ja, ich würde auch nicht genug kommen. Ja, dann muss man sich für eine Gehaltsklasse entscheiden, weil sonst kriegst du wirklich viel zu viel Geld. Ja, weil Daut hat jetzt auch die Vermutung. Ja, da müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Direktor, Präsidenten und... Nee. Also der ist richtig weit. Ja, machen wir es so, dass er auf jeden Fall nur zwei Gehaltsklassen kriegt. Nicht drei. Das müssen wir auch mit Spinito so absprechen, ja, weißt du? Ja, vier. Ja, das müssen wir mit Spinito absprechen, weil die Leute verdienen sonst viel zu viel Geld. Finde ich. Ich hole mein Einkommen schon mir. Ich bin übrigens heute Abend nicht da, ja. Es sei dafür, dass du nicht da bist. Spaß. Gut, dann sage ich ihm das, ich bespreche das nochmal mit Spinito, dass wir da irgendwie eine Lösung finden müssen, wegen den Gehaltsklassen. Ja. Sonst verdienen wirklich die Leute wieder viel zu viel Geld und er bringt auch dieses Arbeitslosengeld nicht. Und was hat Almins mit meinem Auto angestellt? Vor allem, warum kommt hier wieder jeder einzeln an? Was? Entschuldigung, ich habe Kopfschmerzen. Ja, du darfst es klären. Du bist weiß, Captain. Bis dann. Darkwiz? Ja. Folgendes. Ich werde da nochmal mit Sprinito drüber reden, weil es geht langsam nicht, weil die Leute verdienen sonst zu viel Geld. Zum Beispiel TSM ist Präsident, FAB-Direktor und im News. Das heißt, er verdient als vier Gehaltsklassen. Ja, ich habe gesagt, ja, deswegen, aber ich will auch nochmal mit Spinito reden, dass das nicht geht, auch dass die Leute einfach viel zu viel Geld verdienen. Weißt du? Also, du kannst gerne ins News. Ich sag gleich denen gerne, dass er dir die Rolle bitte geben soll, weil ich gebe kurz in Gedanken. Ja. Gut, dann löse auf, dann laden sie uns ein. Dann hat sich die Sache. Willkommen im News. Keine Ahnung, kein Problem, Mann. Keine Ahnung vor allem. Entschuldigung. Ja, dann löst mal auf. Was? So, wer von... Luke, oder den GR besser gesagt. Ja, was? Wer hat diese Benzinspur da hingelegt? Weil es scheint ja eine neue zu sein. Die hier? Ja. Das doch, als Chris gezeigt hat, was er gemacht hat. Er meinte, die war zwischenzeitlich wieder weg. Also bei mir war sie die ganze Zeit. Okay, Also nur, das ist die Nacht. Also ich hab ja nicht. Stimmt, wir standen ja da und dann hat er es jetzt gezeigt, ja, alles gut. Darkwiz löst jetzt auf, dann kann uns TSM einladen. Alles wohin? TSM? Lädst du uns ein? Ja. Bitte? So, ich habe mal eine Frage. Warum kamen gerade eben wieder einzelne Polizisten hier? Ja, warum? Ich darf das. Nein. Ist mir scheißegal, ob du FIB bist oder nicht. Jeder muss, egal FIB oder Polizei, niemals allein auf Streife fahren. Es hat damit nichts zu tun. Und Almins, warum kommst du hier alleine mit deinem Auto an? Kein Almin. Ist mir doch scheißegal jetzt gerade. Es regt mich auf. Almin.
Luca YouTube. TSM. Ihr kommt hier alleine beim LSPD an. Warum? Also soweit ich das weiß, wurde mir erlaubt, ich alleine fahren darf. Nein, es fährt niemand alleine auf Streife. Niemand. Die Regeln gelten auch für das FIB, dass niemals alleine auf Streife gefahren wird. Jeder macht wieder, was er will, ey. Gut, dann schnappt euch jeder ein Auto und fahrt alleine auf Streife. Wenn ihr entführt werdet, ist das nicht mein Problem. Ich habe euch vorgewarnt. Ihr macht ja eh gefühlt jeder, was er will. Jetzt hast du es verstanden. So ist die Sache. Ich fange an. Alter, was soll das Scheiß? Wir haben die oberste Regel beim PD, es wird niemals alleine auf Streife fahren. Und dann kommen drei Dudis alleine hier beim PD an, wo ich mir denke, Alter, wozu haben wir diese Regeln? Sowas regt mich auf, Leute. So, ich bin gleich wieder da.
So Leute, ich bin wieder da. Ich muss jetzt mal kurz telefonieren. So. Ja, ja. Alter, ich könnte irgendwann ausrasten, ey. Na, weil gefühlt jeder Polizist macht, was er will. Und ich komme nicht ins Video rein, der nice. Ich auch gemerkt, ne? Lukas YouTube-Name driftet einfach. Oh mein Gott, das ist jetzt. Fast jeder fährt hier alleine auf Streife. Wozu mache ich diese Regeln hier? Dass ich alleine auf Streife gefahren wird. Ich stand eben mit DNGR vom PD und da kommen drei Polizeiautos mit jeweils ein Fahrer drinne. Und der FIBler meinte, ja, ich bin beim FIB, da muss ich ja nicht, kann ich alleine auf Streife fahren. Ich meinte, nein, die Regeln gelten für alle. Für alle Polizisten. Da meinte ich so, ja, ist mir jetzt auch scheißegal, dann fahrt doch alleine, alle alleine auf Streife. Schnappt euch jeder ein Auto. Alter, warte mal ganz kurz. Nerv mich jetzt nicht. Du sollst mich jetzt nicht nerven. Sorry, Almin ist mir die ganze Zeit hinterhergelaufen. Das hat mich ein bisschen abgefuckt. Ich wette, mit dir sind schon wieder Leute unterwegs alleine. Nee, es ist mir langsam scheißegal, es macht hier jeder, was er will. Die scheißen langsam drauf, was ich sage. Dann muss ich mal zugreifen, Mann. Dann muss ich, das bringt ja nichts, sie denken, die können machen, was sie wollen. Dann muss ich hier etwas aggressiver werden. Mann. Deswegen habe ich zu denen gesagt, jeder schnappt sich jetzt ein Auto und fährt alleine auf Streife. Ist mir scheißegal, ob ihr alle entführt werdet. Dann habt ihr selber Pech gehabt. Aber unverschämt. So eine Feindlichkeit auch von dem FIB, ja. Ja, aber ich bin mit FIB nicht da. Wer sagt so? Aber wer sagt, dass er alleine auf Streife fahren darf? Wer? Ich hab's niemals gesagt. Wenn man alleine im Dienst ist, okay. Wenn man der einzige Polizist ist, gar kein Problem. Aber wenn mehrere Polizisten da sind, dann macht man eine Streifeneinteilung und jeder fährt zusammen. Und nicht in getrennten Fahrzeugen. Komm ich gleich auf den Weg? Dann kommt ihr. Mach bitte vorher das PD auf. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ja. Ich bin kurz davor, wirklich jeden zu kündigen, der alleine auf Streife fährt. Wirklich. Jeden einzelnen. Ich brauche Polizisten, die auf die Obersten hören. Und nicht so was wie das hier. Verstehst du, was ich meine? Ja. Bei dir kann ich es ja verstehen, dass du gerade alleine fährst, weil du ja das PD aufmachen musst. Aber bei dem Rest verstehe ich das nicht. Denken die, ich schreibe solche Regeln auf, um weil ich Langeweile habe oder was? Denken die das oder wie? Also da werde ich gleich eine dicke Ansage machen. Also da werde ich schon langsam echt Katzenverbot sehen. Was soll ich denn sagen? So, warte mal, was macht jetzt Almin? Er schnappt sich jetzt das Auto. Gucken, er fällt jetzt langsam los. Ja, nice. Der nächste, der da wegfährt. Du bist jetzt mal bitte alle im Punkt, dass die alle zu PD kommen. Die sind alle oben bei der Drogenfarm. Warum auch immer. Da bin ich schon in der Nähe, also bei meiner Spielhalle. Alter, ich raste hier irgendwann aus. Wie gesagt, irgendwann hagelt die Kündigung. Auch beim FIB, weil es reicht mir langsam.
Weil gefühlt jeder alles macht, was er will. Ich fahr nach oben, also zu dem, zum Bogenfeld, wo er halt steht und danach sofort ab. Aber tatsächlich, zum Süden. Und ich sag dir, dann werden sie alle wieder einzeln losfahren. Jeder einzeln. Mann, ey. Okay, bis gleich. Gut, bis gleich. Jo. Ciao. Ja. Okay. Ja, mach doch. Das ist eine Mission jetzt, ne? Also, ich muss ihn nur killen. Und das war's. Ja, dann lass doch fahren. Also, der ist super warm. Ja, ich muss ihn nur killen. Komm mal auf Fahrt, das kann ich doch nicht. Ganz kurz. Danke, jetzt. Ja. Ist gewoltert und gab zwei Leute verfolgen. Ja, so. Das war ganz gut.
Was? Haben Sie gerade Zeit? Nein. Wenn Sie bitte erst Ihre Masken abziehen, bevor Sie die Frage stellen. Weil wir reden nicht mit maskierten Leuten. Ja, das gibt es ein Deutsch. Also entweder sie ziehen die Masken ab und schauen uns jetzt an oder ihr Kollege das hat auch. Wir haben auch beide schöne Frisuren. Wir müssen weiter, ne? Wir müssen weiter, Digga. Ja. Wir müssen weiter! Digga, ich krieg Festung gleich, wenn auf dem Zeug. Also, es ist alles in Ordnung, ja. Also, nur seit eben... Ja, bin ich. Ja, wahrscheinlich haben die uns gerade nur verfolgt und wir fangen alle so okay. Ich weiß nicht, was wir machen, aber ich denke, wir sind direkt. Ich bin nicht mehr da. Jungs, wir müssen das Lobby verlassen. Moin. For the magic touch. Watch out!
Ja. Wo ist denn der weg? Keine Ahnung, warte mal kurz. Ja? Dings, also laut Walkit soll Royaler Erik Bullenfesserung genommen haben. Das ist sowas, was da, wo man extra Leben und so bekommt und stärker wird. Nicht dein Ernst, oder? Also Dings, Royaler Erik sollte das genutzt haben. Okay, ich komme mit Adel schnell vorbei. Einen Moment. Okay. Adel, Server Team Outfit anziehen. Können Sie dann privat machen? Ja. Ja, warte. Warte. Ja, gut. Warte. Alles bestraft worden. Ey, ich unkompetent im Kopf. Wir haben einen von uns als Geige gemacht. Ich möchte nicht mit dem reden. Warte. Warte, Adel. Warte doch mal. Ruf mich mal an, Adel. Nein, ihr wartet jetzt mal alle, Digga. Und schießt mal alle euren Nuggets, Alter. Ich Wir warten jetzt hier. Ich zieh dich raus aus dem Auto. Digga, das versteht ihr euch, das hat nur nicht RP, oder? Dass wir keine andere Situation hier zu klären haben. So. Bandfesseln angelegt. Ja. Bandfesseln angelegt. Almin. Alles abgenommen. Hagel, ruf mich mal an. So, folgendes, Kenny hatte mich gerade eben angerufen. Dieser royale Erik soll dieses Alter, wer macht ständig meine Markierung weg? Bei Orange. Nein, da ist Kenny auch. So. Dieser royale Erik soll Bullenshark Testosteron benutzen. Deswegen hat er auch wohl überlebt die ganze Zeit. Was ein bisschen fail ist, finde ich. Testosteron, was ist das? Ja, diese eine Fähigkeit, wo du länger, also mehrere Schüsse aushalten kannst. Ja, das müssen wir jetzt klären. Einen Moment. So. Nein. So, wo ist Kenny? Kenny, wo bist du? Hier bei Ade. Ah, da, perfekt. So. Also. Erzähl noch mal in Ruhe, was passiert ist. Ihr seid jetzt alle mal ruhig im Jeder-Chat. Erzähl, Kenny. Also, hier, Walkit, wo ist Walkit? Der ist mit dem Krankenhaus gefahren, komischerweise. Dann warten wir kurz auf ihn. Ich meinte, dass dieser royale Erik, Testosteron genommen hat. Und durch Testosteron wird man halt stärker und, ja. Weil, Walkit meinte, er war full drauf, also drauf. Und Adel, lade, lass ihn noch erstmal ausreden und seid jetzt mal kurz ruhig im Wiederschat. So, nochmal. Schön, Adel. So, jetzt nochmal. Nein, Testosteron kann man kaufen, auch kaufen durch Orga oder durch so eine Person. Ja, wohl. Okay. Ich glaub, Simon ist das. Simon musst du anrufen. Simeon. Aber der... Martin. Ah, Simeon verkauft nur Autos. Okay. Also sozusagen, er hat sich sozusagen damit einen unfairen Vorteil geschafft. Ja. Euch gegenüber. Ja. Habt ihr einen Videoclip für mich davon? Ja. Videoclip. Ich hab Videoclip.
schneller gestorben als schon eingestürzt. Ja, Rocket. Rocket, Peter. Ey, Jungs, ich geh da mal dabei. Digga, nun kein Kunde. Digga, warum der Kunde angeschossen, Digga? Ja. Ja, ich wusste ja nicht, dass er damit irgendwas zu tun hatte erst. Ja, machst du es danach? Ja, mach mal, wenn Ade jetzt gerade weg ist. Okay. Also ich und ja, dann könnt ihr ruhig gehen. Wenn du hier Bright anrufst, dann kannst du das 500.000. Okay. Ja, ist aber schon, also ich finde, es ist auf jeden Fall ein unfairer Vorteil. TSM, wie siehst du das? Hast du gehört, Royaler Erik? Ich hab ja aber von Royaler Erik kam ja keine Anschuldigung den anderen gegenüber. Weil Rocket hat leider die Anschuldigung gemacht. Einer von denen hat ja die Anschuldigung gemacht. Das war von Erik. Almins, geh mal bitte zur Seite, weil du hast jetzt hier damit nichts so Großartiges zu tun. Bitte. Ja, ich hab mir Rocket eigentlich selber gebracht. Ja, du sollst ja auch nur zur Seite gehen. Also TSM, was hältst du davon, wenn jetzt im Videoclip zu sehen ist, dass die diesen Bullen Shark da benutzt haben, ist es ja warnwert, weil wie gesagt, unfairer Vorteil. Weil eigentlich darfst du ja eigentlich nur als Schutz nur die Westen kaufen, weil also benutzen. Aber vom Bullen Shark ist ja nicht die Rede. Das ist also so ein Vorteil, den ja. Hat mhm. Gegenüber den anderen. Na, damit bist du stärker, damit machst du mehr Schaden und du hältst auch mehr durch mit sowas. Nur wenn du eine Weste hast, ist es ja okay auf jeden Fall, aber wenn du jetzt dieses extra da Testosteron kriegst oder sonst irgendwas, was andere nicht wissen und nicht benutzen, das ist schon scheiße. Da musst du irgendjemanden bestimmtes anrufen. Und für 500 meint der Kenny. Wenn du die Ohren hast, kannst du doch deine Fähigkeit machen. Ich glaube ja. So. So Leute, gibt's jetzt einen Videoclip? Ja oder nein? Ja? Ja, wie er dieses Bullenshark Dingsabumster benutzt hat. Davon. Rocket. Du Rocket. Machst ein Support-Ticket und dann, also erstmal machst du dir deinen Videoclip und dann schickst du das, wenn du es per Handy aufnimmst, bei Support, machst ein Support-Ticket und schickst es dann da rein. Ich bin sonst am Schlaf, ich bin nicht geschlafen. Okay. Okay.
guck's mir gleich an, einen Moment. Bei mir kam aber nichts an. Rocket. Rocket? Die Anzeige war immer noch weg. Also da kann ich jetzt nicht bei denen sagen, dass es ungenau ist. Wenn jetzt jemand sagt, dass ich euch genau nicht habe. Alter, wer da auch immer so ein schlechtes Headset hat, tun mal bitte was dagegen. Tut mir leid, Chef. Alles gut. Also Rocket, bei mir kam immer noch kein Videoclip an. Bei mir ist aber nichts angekommen. Ah, jetzt so. Nee, du hast mir jetzt gerade nur einen Sticker geschickt, Rocket. Ja, ist auch. Okay, das ist wirklich komisch. Warte mal, ich schick das mal kurz ihr TSM. Ich schick's ihr TSM. Genau, den schicke ich es jetzt auch. So. Ja.
Oh. Wo ist denn Orange und Orange, Sam? AK-47, aber er... Aber du siehst, er trifft ihn. Er trifft ihn, ja. Wie kommt er drauf? Wegen der Ferne, aber... Also ich hab aber er... Es hat nichts abgezogen. Ich hab's ihm schon geschickt. Achso, offensichtlich gab's noch irgendwie rot. Ja, aber die Hälfte. Ja, der Punkt ist immer rot, wenn man ihn am Anfang sieht. Ja. Und der doch, wenn du genau hinguckst, ist der Punkt wirklich sehr oft rot. Mal ist er weiß, aber danach ist er auch wieder rot. Und er hat ihm kein Leben abgezogen, obwohl er ihn eindeutig getroffen hat. So, Orange, Orange, Sam, einmal herkommen bitte. Ach! Rocket! Rocket? 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 Ja, du hast Karte an, warum? Warum hast du Karte an? Rocket? Hallo? Ist das gerade dein Ernst? Der hat wirklich Karte an, das sieht man in seinem Videoclip, den er mir geschickt hat. Ja, aber trotzdem ist es auch für, trotzdem ist es gut, dass er den Videoclip geschickt hat, wegen Schießen. So, wo ist jetzt, holt mal Royale Erik, hol mal bitte Orange und Orange Sam her. Bitte, jetzt. Nee, ich hab schon Royale Erik Bescheid gesagt, dass er mit ihm in einem MC. Oder? Nee. Ach nee. Doch, doch, ist er, ja. Rocket. So, warum hast du Karte an? RP geht seit fast 2 Stunden und du vergisst nach 2 Stunden deine Karte auszumachen, oder wie? Also, dafür gibt's eigentlich, gibt's einen Warn. Nein, Shop-Rob ist jetzt in dem Moment scheißegal. Orange, Orange, Sam soll sowieso erstmal herkommen. Ja, sagt ihm, dass er schöne Grüße vom Serverteam, er soll bitte zu den Hoverclips kommen. Sam, du sollst jetzt sofort hierher kommen.
So, Rocket, du hast jetzt erstmal deinen Wahn bekommen wegen Metagaming. Mit. Ja, hat er, ist schon da, ich sehe schon. Was? Okay. So, Orange um Orangen, Sam. Also, folgendes. Wir haben einen Videoclip, wo du so, oh, könnt ihr mal bitte ruhig sein im Meta-Chat? So, Orange um Orange, Sam. Folgendes. Seid doch mal jetzt kurz ruhig. Auch im Motorradclub-Chat bitte, danke. Wir haben einen Videoclip bekommen, das auf dich geballert wurde. Und es wurde wirklich auf dich geballert, das sieht man in diesem Videoclip. Und du hast keinen Schaden genommen. Das heißt, du hast Testosteron genommen, dieses Bullenshark. Ja, aber man hat klar und deutlich gesehen, dass man auf dich geschossen hat, weil dieser Zielpunkt war sehr oft rot, wo sie auf dich geschossen haben. Und du hast keinen Schaden genommen. Es wurde gesagt, dass du die Leute geholt hast und nicht ein bisschen Schaden genommen hast. Bei mir habe ich Schaden bekommen. Aber nicht in diesem Videoclip. Was? Also ist schon wieder Aussage gegen Aussage. Aber wir haben diesen Videoclip als Beweis, dass auf dich geschossen wurde. Ja. Möglich, weiterzumachen, solange dann eben die drauf ist. Also ihr könnt jetzt noch machen. So, der Herr im Stoff hat die Reise. Ah, Digga. Ich bin mal kurz in Gedanken, ja. Alter! Geht mal alle zur Seite. Alter, was ist denn hier los? Alle draußen bleiben oder ich werde das Feuer eröffnen. Außer auf den Herren von der Gang. Ich werde auf jeden das Feuer eröffnen, außer auf den Herren von der Gang. Oh, da war's gut. So, ich bin gleich wieder da. Ja,
sie draußen, ich sehe sie an der Tür. Komm rein. So, ich bin wieder da. Ja? Wir haben hier Doppelkopf aufgemacht, ne? Warte mal kurz. Ja? Ja? Wir haben Doppelkopf gemacht. Und hier Kenny, ne? Also ich glaube 60, irgendwie fast mal 60 FPS. Ja? Einer hat gesagt, er soll weggehen, weil es ein Kopf ist, ne? Der hat mich halt gehört, der hat mich all den ausgemessen. Das mal so. Und dann hat er einfach weiter gemacht in den Shop gerannt. Ja, dann ist er halt in den Shop gerannt und hat sozusagen den geholfen. Ah. Ich habe ihn noch rechts geholfen, damit er nicht mehr. Ich komme vorbei. Übrigens, Orange Sam hat keinen Videoclip. Müssen wir ihm Warn geben. Ja. Aber und für Dings da Kenny. Ja, ich komme gleich, warte. Orange Sam. Kleine Sache, du kriegst jetzt einen Warn. Nee, aussteigen. Du kriegst einen Warn. Weil du kannst. Aus, hier, bitte. Hast du gehört? Nee, ich wurde nicht von Kelly gekriegt. Weil du kannst nicht beweisen, dass du es nicht getan. Dass du angeblich getroffen wurdest. Ja, aber du hast ja keinen Videoclip, hast du gesagt. Ja, ich glaube, der wird nach einer Weile ablaufen. Ja, ja, aber das ist Ich spreche das nochmal mit Spinito, aber ich glaube, du kriegst einen Mahn dafür auf jeden Fall. Wenn das nicht. Ja, weil Spinito nicht da ist, deswegen gibt es so viel Philipp hier heute. Gefühlt. Ja. Bist du in den Shop wieder rein, obwohl du tot warst? Ja, er hat mich auf Besinnung gehauen. Das hat er nicht gesagt. Ja, aber ich stande dran, er hat dann geschossen und dann hat er mich umgehauen, aus Versehen, glaube ich.
Er meinte, er hat dich nicht aus Versehen umgehauen. Er hat dich nicht aus Versehen umgehauen, man hat es dir gesagt, du sollst von dem Überfall weggehen und dann hat er auf dich geschossen. Keiner hat mir was gesagt, ich kann dir Tipps schicken, dass ich umgehauen wurde. Also ich glaube nicht, dass mit Al das mit Absicht war. Aber wenn Almin sagt, dass es nicht, dass er... Ich hab ja Almin nicht gehört. Ja, warst du nicht im Mederschild? Achso, ich war wieder nicht. Das ist so ein Fall. Ich war im Mederschild. Ich hab ihn gesagt. Ich war im Mederschild. Ich hab auch Ken die Expo gesagt. Ken, ich hab gesagt, gehen Sie weg. Sonst muss ich das Feld nehmen. Und ich hab ihn ausgelacht, weil ich... Also ich hab nichts gehört, dass einer was gesagt hat, dass ich tot bin. Und ich wollte ihn festnehmen und zum Krankenhaus bringen. Und die Zelle bringen, kann man eventuell in den Shop dann gemacht werden. Kenny, wenn du umgehauen wirst, dann würde ich ja dann einfach noch mal fragen, ob das jetzt aus Versehen war oder ob das jetzt mit Absicht war. Ja. Ich habe mit Absicht ausgenommen. Ja, aber dann muss Kenny trotzdem das vorher fragen. Weil jemand, der gerade erschlagen wurde mit einer Waffe. Ja. Ich habe mir auch heute schon gesagt, in jeder Chat, gehen Sie bitte weg, sonst muss ich Sie leider fressen, weil ich das Wettbewerb habe ich schon aufgenommen. Ja, dann war es ein bisschen fail von dir, Kenny. Was? Dann war es von dir ein bisschen fail, dass du dann in den Shop reingegangen bist. Und dadurch ist der Shop auch erfolgreich gewesen. Du hättest aber nachfragen können. Wie oft denn noch? Er meinte, er war im Mederschat. Ich habe ihn nicht gehört. Ja, warst du wahrscheinlich nicht im Mederschat. Also von meiner Sicht... Ja, dann schickt jetzt bitte beide einen Videoclip. Jetzt. Ihr schickt jetzt beide... Ihr schickt mir jetzt bitte beide einen Videoclip. Jetzt. Okay, warte. Ich gebe das. Ja. Genauso wie bei Kenny. Ja, ihr müsst aber trotzdem mir jetzt einen Videoclip schicken. Auf dem Videoclip muss ich sich, dass er das im Videoclip war, bei dir in dem Moment. Ich hab beide Clips. Ich hab zwar keinen Clip, aber... Ich hab die Clips, alles gut. Entweder war ich nicht, entweder war er nicht im Videoclip, oder ich war nicht im Videoclip. Also ich muss eigentlich im Videoclip gewesen sein. Aber wenn ein Shop so passiert, dann bin ich immer in jeder Chat. Wirklich immer. Ja, aber Tefe? Ja? Deine Clips bringen jetzt. Du musst bei mir von mir kommen, der die Clips davon, der in jeder Chat gegangen ist. Ja. Wenn der noch von Kenny oder von allen weil er beim Shop draußen war, ja. Schon mal hier. Guck mal, sein Kollege ist ja reingegangen und hat ihm geholfen. Bei jeder Chat. Und ich weiß, Alvin hat gesagt, geh weg oder ich sowas. Ja, aber wer weiß, ob er da zu dem Zeitpunkt im Mederschat war. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, deswegen, das hat allgemein bei Shop drauf. Sein Kollege hat ihn dann geholfen. Ja, den Shop-Räuber, ne? Also der Kollege hat ihn dann geholfen und sein anderer Kollege ist dann stehen bleiben! Hat dann auch gezielt, ne? Also ich habe halt nur Clips wie Almin ihn getötet hat und er trotzdem weiterlebt, sonst nicht. Ey, ich sag schon mal eins, wenn jetzt der Shop... Ja, hier vom PD. Wenn sich jetzt herausstellt, dass Kenny Mederschat war, aber es nicht gehört hat, ist der Shop-Rob fehlgeschlagen. Dann wird das Geld wieder abgezogen. Wieso hatten sie denn eine Waffe auf mich gerichtet? Ich hab ein Videoclip geschickt. Okay. Ja. Aber meine Meinung nach... Also von meiner Sicht sehe ich dasselbe, dass ich nicht mit Absicht war. Weil er hat ja einen Laden reingeschossen. Ja, aber er hat ja gesagt, dass er im Mederschat war und gesagt hat zu dir, dass du weggehen sollst, ansonsten wirst du verhaftet. Aber ich guck mal. Ja, Erst mir
Aber wo warst du jetzt im Meterchat, Kenny? Mach mal dein Auto auf. Aber ich hab ja Aber woher willst du wissen, dass der eine Orga war? Was? Ich war nicht im Meterchat, also Flex und Pete war ja auch, der war ja in einer anderen Orga in dem Zeitpunkt. Und ja, aber da hat man ja gehört, dass Saimitz gesagt hat, dass du weggehen sollst, ansonsten wirst du verhaftet. Kenny. Hm? Er hatte wohl gesagt, im Jeder-Chat, du sagst du weggehen. Oh. Ja, dann sollten sie bei dir bitte ruhig sein. Oh. So. So, jetzt erzählen wir nochmal. Folgendes. Almins hatte im Jeder-Chat gesagt, so hat er mir es erzählt, dass er zu dir gesagt haben soll, du sollst da weggehen, ansonsten wirst du festgenommen. So, und deswegen hat er dich mit der Waffe erschlagen. Weil du nicht reagiert hast. Als ob er in den Laden reingeschossen hat und dann mich nicht mit Absicht umgehauen hat. Er hat aber gesagt, dass er dich mit Absicht umgehauen hat. Also zählt der Shop auf mich, also... Ist er fehlgeschlagen, ich muss das Geld wieder abziehen. Ja, ich habe ja keinen Shop aufgemacht, sondern da haben wir. Ja, aber du hast ja geholfen, den Polizisten, den Bank, Shopräubern zur Flucht. Das ist ja die Sache. Weil du bist ja reingestürmt und hast ja wohl dann die Polizisten getötet. Gut, dann sagt es seinem Kollegen, dass fehlgeschlagen ist. Okay. Also bei uns. Ey Leute, Leon, warte kurz. Ja, mit dem habe ich auch gerade gesprochen. Leon, ey, er stand genau da. Mit uns und mehr geredet. Also, TSM und der Rest, die Sache hat sich jetzt geklärt. Kenny war nicht im Jeder-Chat. Ja, deswegen habe ich auch den Shopräuber das Geld abgezogen. Weil Kenny hat ja damit ja sozusagen geholfen, den Shopräubern zur Flucht. Obwohl er tot war, weil er meinte, es sah so aus, als wäre es nicht mit Absicht gewesen. Ja, die zwei. Ich komm gleich vorbei, ich muss nur kurz mein Auto reparieren. Alter, ich bin schon wieder nur im Server-Team-Outfit unterwegs. Ja, alles gut, wir sind doch hier gleich da. Ja, aber hier ist doch alles Customs. Du musst nicht rumschreien jetzt. Warst du weg? Hab sie was nicht weggepackt, hab ich einen Käse genommen. Hab gesagt, 30 Stunden hab ich gekauft und wollte nur einen Käse. Here for the magic touch. Wollte einen Käse, aber nicht ab. Alter, warum machen die Leute heute mehr Fehler P als sonst, wenn Spinito da ist? Aber trotzdem fehlt hier noch Safe-Zone. Ah, egal jetzt. Ja, ich wollte Unitaser, weil da kauft und warte mal. Kannst du schon wieder aussteigen? Jetzt kommt die Post noch nicht wieder aussteigen. Ja, ganz klar, du hast eine MP auf den Markt gezogen. Rocket ihn da ja noch gekillt hat, ne? Hab ich vorher die Waffe aus dem Kofferraum oder? Ich hatte so, hab ich so gemacht und dann ist es schon so. Und du stehst hier. Du stehst, ja, ich hab gezielt, aber du stehst hier und ich mal aufhören, die Pumpe zu schreien hier. Also nicht schreien. Und er stand hier so, Waffen weg, 3, 2, 1, was hat er dann gemacht hier? Auf den Eiter gemacht, und da haben wir schon längst geschossen. Ja, bei der Eiter. Aber das hier ist eine Safe-Zone. Dann hatte Bro, wenn du einen Schuss voll gibst, dann bist du selber schuld, dass wir dich töten. Ich hab mit einem Taser geschossen. Am
Man kann beim Kind keinen Sound hören, nicht von den anderen. Nein, aber von dir. Damit die Supporter hören, ob du Schusskorn gesagt hast oder nicht. Ich hab aber keinen Clip. Oh, ja, Almitz, warum machst du nie Clips? Man kann den Clip jetzt immer noch erstellen, wenn du falls du weißt. Share-Taste drücken, Videoclip erstellen. Digga. Und dann warten, bis da irgendwas angezeigt ist. Und dann gehst du auf die Bibliothek. Und dann kannst du gucken, wo die Szene war. Und dann machst du am besten mit Sound auf, damit dann auch was im Sack ist. Also Kenny, ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt mit dir gerade telefoniert gehabt, wegen deiner VRP-Situation, weißt du? Ja, ja. Und was ist mit Erich und CSM? Jungs? Nee, ich war wegen dem Klopfbau hier, wegen Almin. Und Erich? Da war ich halt Bibliothek und konnte die anderen nicht mehr. Ja, bei mir ist es aber auch so. Wie ist das jetzt wegen dem Bankraub, weil ich nur ja gesagt habe, der Bankraub ist gefailed und die Typen mir das Geld wieder abgezogen. Der Shoprob ist gefällt, weil Kenny Fail-RP begangen hat. Weil er hat euch, er wurde getötet vom Laden. Weil Almitz hat nämlich eigentlich gesagt, er soll weggehen, ansonsten wird er festgenommen. Und da wurde er niedergeschlagen. Kenny geht in den Laden und schießt von drinnen raus und deswegen ist der Shoprob fehlgeschlagen. Ja, also, ich glaube, Juni wollte mit mir reden. Dann hatten die Kopf auf, glaube ich, Rocket oder so. Geschossen oder halt ihn getötet. Ja, okay, aber einer, also der hatten dann halt auf einen von der Gang. Auf einen von der, Almins, hör auf mit dem Scheiß. Almins! Die hatten halt ihn getötet und dann hat er halt angefangen auf die zu schießen. Und ja. Ich hab Glück, ich kann die alle schicken. Okay. Ja, okay, aber wenn das Fail-AP war, dann ist es eure Entscheidung, was richtig ist. Okay. Nee, dann hättest du eigentlich einen Warn kriegen müssen. Ich hatte kein Fail-AP begangen. Das war ein Kopf. Ich hatte bloß am Ende, weil ich das nicht wusste, hatte ich am Ende noch den letzten Kopf gekillt nach dem Laden raus, also während wir aus dem Laden raus sind. Er hat den Kopf gekillt und dann waren die eigentlich weg. Dann hatte ich mir noch die Info bekommen von einem, dass der Ladenraub geschlagen ist und fährt und das nächste Feld abgezogen wird. Ja. Ja, und Moni hat vorhin gut überfahren, aber ich glaube, ich bin mal eigentlich ganz nicht von dieser Welt. Ja, ich hab mich ja fast nicht selber gesehen. Naja, du hättest ja sonst heute Abend sonst machen können nochmal. Jetzt eigentlich noch. Aber ich mach gleich die Lobby zu. Weil ich mach nämlich gleich Lobby zu, weil sie noch 9-0 da. Aber ansonsten hättest du jetzt zum Beispiel. Das kann ich dir auch von mir direkt klar geben, wegen. Das war ja eigentlich mein Fehler, deswegen ist das weggeschlagen. Na egal, Digga. Egal, ob das weggeschlagen ist oder nicht. Egal.
Jungs, dann gehe ich jetzt auch mal, wenn noch irgendwas ist, ich hab das mit an, ne? Okay. Oh! Ich zieh erst mal das Scharfschützgewehr zum Arsch. So, wenn jetzt die zweite ist, dann würde ich sagen, Lobby zu. Ey, warte. Leck und Pie. Ah, der ist weg. Er hat gerade gesagt, er muss weg. Ja, warte, ich werde dich damit in der Waffe gefühlt, ne? Die hatte Aufsätze drauf. Okay. Lass doch erstmal einen ausreden, Almins. Lass doch erstmal TSM ausreden. Ja, ja. Also, beim Stoprop, ne? Ich denke, ich muss sagen, aber ich habe aber ein Video-Tipp gesehen, ne? Ich habe genau angeguckt. Hast du den Hörsaal eben deine goldenen Tee gesehen, irgendwie? Was denn? Trommel, nee, was ist das Trommel mit dem großen Magazin drunter? Ja, ja. Ja, das heißt, das ist eine goldene Tee. Mit dem letzten Magazin drunter. Und das hat, keine Ahnung, 60 Magazin. Ist das denn nicht irgendwie unter? Und das Umbau. Aber hat er sie die. Wo hat er die denn hergehabt? Hat er war im Auto oder war er nicht? War es so eine Waffe? Aber natürlich mit Trommelmagazin. Ja doch, das ist die. Schau mal, ich halte die genauso wie Almins. Und das ist die normale MP, ist nämlich eine Langwaffe. Die kannst du dir nicht. Ja, ja, genau. So ein Magazin, aber halt irgendwie mit Doppel. Ich schick dir mal ein Bild. Ja, aber schau mal, Kai. Moin, das Problem, was ich gemeldet habe. Von aus der Doppelzelle muss er da. Ja, da wo ich geschossen habe, da stand das Auto. Und vom Auto links, er stand da ungefähr genau an der Straße. Und auf einmal ist Peter aus seinem Arm, DMP. Einfach vom Arm DMP gezogen. Ja, eigentlich fail. Also ich will dir die Waffe zeigen. Also ich schicke einen Screenshot im Server-Team. Okay. Naja, jetzt ist er zu spät, um nochmal mit ihm darüber zu reden, weil er raus ist. Ja, und er hat das Auto stand hier und er stand ungefähr hier. Und auf einmal gibt es eine goldene MP und zieht doch nicht. Aber wiederum ist noch Fan-RP von Havertuch, weil die ja nicht wissen, ob er den Job auch gemacht hat oder nicht. Die kommen genau in dem Moment. Ja, und Juni hat auf jeden Fall im Bett ein Buchstab oder hast du so eine AK gezogen? Also die kommt safe, aber er hat keine Kamera. Aber er kann nicht die MP auf seiner Marke ziehen. Schon. Alles gut. Da hinten bei diesem Shop, da beim ersten Shop, hatte der Luca YouTube eine PM-Verschwörung damit schießen. Und hat zwei Waffen nacheinander aus dem Markt gezogen. Einmal die, einmal hat er die MP-Verschwörung und dann hat er die Einsatzkugel wieder auf dem Markt gezogen. Oha, ich hatte noch zwei Warnstecker. Jungs, ich gebe dir trotzdem mal einen Screenshot von deiner Seite. Ja. Er hat die gleiche Waffe wie ich. Sugar Kai. Ja. Ja. Ich auch nicht. Ich schicke das. Wir sehen uns. Schlechte Entscheidung, dass du das PD verlassen hast übrigens, Kenny. Ja, aber ganz ehrlich, schon wenn ich jetzt nochmal mit der OOC darüber rede, aber warum bist du nicht zu mir gekommen? Ich war doch einen Tag später da, du hättest zu mir kommen können und hättest dich dann mit mir beschweren können. Dafür bin ich ja da, oder mit Adel. Aber nein, ich kündige, ich werde jetzt kriminell, ich gehe zu den LCN. Scheiß drauf, bla bla bla. Ja, ich weiß, aber davor warst du ja beim LCN. Ja, aber jetzt nicht nochmal wechseln, ja, Kenny? Gut.
jetzt meine Waren weg. Abwarten. Ich hätte dir heute auch einen Waren geben können, ne? Aber naja. Ich hab noch mal zwei Augen zugedrückt. Ja. Mir ist was aufgefallen. Da du den Stopp hast, dann möchte ich, ich hab zwar kein Glück, aber Arte und Gut waren dabei. Wir waren am Stopp raus und ich hab diesen Set von Pete angeschossen, aber er hat der Punkt, diese, ich hab dieses Komplex, das ist alles so rot, dieser Punkt, der ganze. Es war rot und ich habe irgendwie paar Schaden gemacht, ich weiß nicht warum. Irgendwie Schaden. Eins, lern mal bitte Videoclips zu machen. Weil bei sowas musst du Videoclips machen. Dann kommt der andere und sagt, nee, hab ich nicht. Und dann kannst du es nicht beweisen, dann ist es, dann kann ich nichts machen. Entschuldigung. Ja. Könnt ihr bitte eine Party machen? Könnt ihr bitte eine Party machen und aus der Lobby rausgehen? So, jetzt geht bitte raus und macht eine Party. Da könnt ihr auch miteinander reden. Der ist dann hinter diesem weißen Auto da. Warte. Wo ist der Teamchat? Ja, wo ist das Bild? Ach, bei... Ach du Scheiße, ey. Und die hat er sich aus dem Arsch gezogen, ja? Nee, das weiß nicht. Ich gucke mir immer ein bisschen genauer an. Aber das ist halt unfair, weil der hat halt so ein großes Magazin und weißt du, dann kann er einfach rumballern ohne nachschlagen und das ist schon ein Vorteil. Mhm. Aber hast du das Magazin erkannt? Ja, es ist so ein rundes gewesen, ne? Rund Gold. Ja, so Gold, also das heißt zwar nicht, aber es ist so ein Riesenmagazin. Almins, jetzt bitte Lobby verlassen, RP ist vorbei. Okay. Du bist nicht im Serverteam. Bei mir, ich hab halt nur den Schalldämpfer, aber Schalldämpfer runter, so ist er nicht. Nee, die Reichweite ist zu niedrig dann. Ja, vielleicht ist man die nicht an, Ja, dann klärt das nochmal bitte heute Abend, 21 Uhr. Machst du gleich eine Party auf jeden Fall? Ich denke mal ja. Aber ich bin nur bis 20 Uhr da. Ja, das war hier direkt noch mal durch. Achso, ja. Ja, dann der Kleine, der kann nicht dort, ne? Also, ja. Hat auch schon verlassen, dann so. Ui! Ich bin gerade mit dem Helikopter geflogen. Bin rausgesprungen. Ja, Litter. Ha? Ja. Der ist aber kaputt. So, ich bin raus, ne? Ja. Bis gleich in der Party.
Ich weiß.